Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 3. Dezember und was ist daran so besonders? Ja, genau heute vor 4 Jahren ist YouTube um einen Kanal reicher geworden. Ein Kanal namens Harrymopf. Ja, das war ich. Also wie gesagt, vor genau 4 Jahren habe ich meinen YouTube-Kanal Harrymopf eröffnet. Und ihr seid es vielleicht verwirrt, wenn ihr schon ein paar Jahre länger dabei seid, dass ich in den letzten Jahren immer an Nikolaus mein Jubiläum hochgeladen habe. Das Ding ist, das ist 3 Tage später, aber das ist nicht einfach nur ein Fehler, sondern ein kleines Missverständnis. Am 6. Dezember 2011 habe ich nämlich mein erstes Video hochgeladen. Der Kanal, den habe ich allerdings schon am 3. Dezember hochgeladen. Aber kommen wir aber mal zum Thema. Ich finde wirklich 4 Jahre, das ist eine verdammt krasse Zahl. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn es dann 5 Jahre sind. Das ist nämlich noch viel krasser, meiner Meinung nach. Und 4 Jahre, stellt euch das mal vor. Ich meine, als ich angefangen habe, war ich gerade mal 12 und jetzt bin ich 16. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ich habe mich wirklich verdammt verändert und nicht nur ich habe mich verändert, sondern auch wirklich meine Videos. Ich meine, schaut euch mal mein allererstes Video an. Hallo, ich bin Darth Vader, Alois Darth Paper. Hier seht ihr die Bastelanleitung für mich. Bom, 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 ba, bom, bom, ba, bom. Ich habe wirklich viele Videos am Anfang produziert, die ich dann später ziemlich scheiße fand oder die auch wirklich ziemlich scheiße waren, weil sie gar nicht geskriptet waren, weil ich einfach nur filmen wollte, die ich dann halt irgendwann runtergenommen habe, weil sie wirklich schlecht waren. Aber ich meine, schaut euch mal mein 3. Video zum Beispiel an, wie ich da aussah und wie ich mich vor allem angehört habe. Wenn ihr das habt, kommt hier ein Stein hin. Und anschließend wird hier einer unten durchgeschoben. Irgendein Unterschied? Ne, ich glaube nicht. Aber auch wie gesagt, so die Technik hat sich meiner Meinung nach auch verändert. Ich meine, damals habe ich immer mit meinem iPod gefilmt. Ich weiß noch genau, wie ich für dieses erste Video Darth Paper Faltanleitung da saß und das irgendwie versucht habe, diesen iPod so aufzustellen. Es war so ein iPod Touch halt und der hat ja so abgerundete Ecken, nicht so wie das iPhone, so dass man den halt, also abgerundete Kanten meine ich natürlich, so dass man den nicht hinstellen kann quasi. Da habe ich dann halt irgendwie einen Pokal genommen oder so und den da irgendwie dagegen gelehnt und so. Ihr seht schon, also ziemlich unprofessionell. In weiteren Videos war es dann quasi genauso. Ich habe immer irgendwelche Bücher, Stapel, Tische oder sonst irgendwas genommen, um meinen iPod da drauf zu lehnen, irgendwie dagegen zu stellen oder so. Und ich habe auch wirklich gar nicht geschnitten. Also die ersten 10 Videos auf diesem Kanal jetzt, vielleicht auch nur die ersten 5 oder so, sind komplett ungeschnitten. Die habe ich mit dem iPod gefilmt und direkt vom iPod aus hochgeladen. Oh mein Gott. Ja, irgendwann später habe ich dann Windows Movie Maker entdeckt und ist damit dann immer ein bisschen geschnitten. 2014 kam dann ein ziemlich großer Schub an Equipment, aber davor gab es natürlich noch eine große Veränderung von der Kamera. Und zwar ab 2013, also Anfang 2013, verwende ich nämlich jetzt die Canon EOS 650D. Das heißt, ich habe gut ein Jahr lang nur mit dem iPod gefilmt. Baustrahler habe ich dann mal irgendwann angefangen zu benutzen als Beleuchtung. Das waren halt so alte, billige Baustrahler von meinem Vater. Die haben halt ein recht ungleichmäßiges Licht geworfen. Ja, 2014 habe ich mir dann halt Softboxen gekauft. Die waren recht günstig, die sind auch wirklich gut. Also ihr seht ja ungefähr das Ergebnis. Die haben nur 80 Euro im Zweierpack gekostet oder so. Also wirklich sehr gut. Können halt jetzt nicht viel auserleuchten, aber eigentlich können sie genau das, was ich will. Außerdem kam noch 2014 eine neue Schnittsoftware dazu. Und zwar Magix Video Deluxe 2014 Plus. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, ich habe schon seit 2013 im Sommer ungefähr Magix Video Deluxe 15
Genau, 2014 habe ich mir dann eben gedacht, das ist jetzt nicht mehr so aktuell und so, und habe mir eben 2014 Plus geholt. Damit bin ich wirklich zufrieden. Es ist auch kein Spitzenprogramm, aber es kann wirklich genau das, was ich brauche. Es ist wirklich sehr einstiegsfreundlich, also es ist wirklich keine komplizierte Bedienung oder so. Ja, und ich würde sagen, vor ein paar Monaten habe ich mir dann diesen nicen Greenscreen hier gekauft, der auch wirklich gute Dienste leistet. Ja, ich habe vergessen, das Stativ, das ich gerade auch benutze, das habe ich mir gar nicht gekauft, das gehört meinem Vater. Das ist wirklich ein super geiles Stativ, das ist wirklich sehr stabil und so. Das hat er sich halt mal irgendwann zum Fotografieren gekauft, aber er benutzt es halt im Alltag kaum und deswegen benutze ich das immer. Und ein zweites Stativ habe ich noch, ein kleineres. Das sieht ungefähr so aus. Also eigentlich nicht ungefähr, es sieht genau so aus. Also wirklich sehr klein und auch ziemlich leicht. Wiegt so gut wie nichts. Es ist dementsprechend natürlich auch ziemlich viel unstabiler. Aber es tut seinen Zweck. Das benutze ich auch kaum. Meistens benutze ich eben das. Nur wenn ich eben mal zwei Stative brauche, dann benutze ich eben noch das hier. Ja, und außerdem habe ich ja auch noch meine kleine Leica Mini hier. Zum Beispiel die Fotos vom Set auf Facebook, die ich neuerdings immer hochlade, die sind alle mit der fotografiert natürlich. Das erkennt man eben auch an diesem riesen Weitwinkel, weil man damit wirklich auch viel drauf kriegt. Und ja, die ist wirklich cool. Habe ich jetzt seit ein paar Monaten. Also ihr seht schon, es hat sich wirklich extrem viel getan und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar für euch, dass ihr mir das ermöglicht habt. Ich meine, 330 Abonnenten, jetzt sind sogar vielleicht schon fast 340 Abonnenten, das ist eine verdammt große Zahl. Ich meine, stellt euch mal eure Klasse vor, die besteht vielleicht aus 30 Leuten und das mal 10 gibt es 300 Abonnenten und dann nochmal plus 40 oder plus 30, weiß auch immer, das ist dann meine Abonnentenzahl und das ist verdammt, jetzt wäre ich hier fast umgefallen, und das ist verdammt krass meiner Meinung nach, also es sind schon sehr, sehr viele Leute und ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich immer noch YouTube machen würde, wenn ich nur noch immer noch 20 Abonnenten hätte, wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich immer noch Videos so privat drehen, aber ich wäre definitiv nicht da, wo ich jetzt bin. Ich will mich auch jetzt nicht darstellen, als wäre ich der ultra berühmte YouTuber, was ich natürlich nicht bin. Ich bin in keinster Weise berühmt, aber ich habe in dem Erfolg, was ich tue, und ich meine, Erfolg muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich hunderte tausend Abonnenten habe. Erfolg hat man immer dann, wenn man das erreicht hat, was man sich zum Ziel genommen hat. Und ich habe mir zum Ziel genommen, das zu erreichen, was ich jetzt eben erreicht habe. Ich bin durchaus zufrieden mit dem, was ich eben erreicht habe, und das ist für mich erfolgreich. Also ich bin erfolgreich in dem, was ich eben tue, und das ist wirklich super cool und finde ich wirklich cool. Und ja, vielen Dank, dass ihr immer meine Videos schaut und eventuell auch Daumen hoch gibt. Freut mich wirklich sehr krass. Und dann würde ich sagen, habe ich noch ein paar Ankündigungen. Und zwar kommen am 24.12. und 25.12., also am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag, zwei neue Videos natürlich raus. Und zwar sind das so Weihnachts-Sitcom-Parts. Für diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen es ja wahrscheinlich schon. Ich habe 2013 genau diese Videos schon mal hochgeladen. Damals habe ich sie allerdings ziemlich schlecht produziert und ich habe mir eben gedacht, die sind eigentlich recht gut angekommen und deswegen verfilme ich sie einfach neu. Genau, also könnt ihr am 24. und 25. nochmal irgendwann gegen Nachmittag oder Abend vorbeischauen auf meinem Kanal. Also würde ich mich auch sehr freuen und dann würde ich sagen, war es das von mir. Man sieht sich. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie lange ihr schon dabei seid. Würde mich mal wirklich interessieren, wie lange die aktuellen Zuschauer schon dabei sind. Und dann würde ich mal sagen, na ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe mal so zum Jubiläum quasi von 4 Jahren die Endcard wieder eingeführt. Also ich werde die jetzt erstmal wieder in Zukunft immer dabei haben. Mit allerdings immer nur einem Video in der Endcard und die Links werden dann auch immer in der Infokarte sein, die ist jetzt hier oder hier. Ich muss das immer umrechnen quasi für euch. Und in der Videobeschreibung, damit das mal ein bisschen ordentlich ist und ihr wisst schon,
Genau, da würde ich sagen, war es das von mir. Man sieht sich. Ciao.